Moin Moin alle auf YouTube, hier ist wieder Sebastian und Manu und ich hinterlasse hier schon wieder tolle Fettabdrücke hinter einem frisch, auf einem frisch gewischten Pult. Immer schön sauber halten. Ja gut, ihr habt gesagt, wir sollen mal ein Video zu diesem Case hier machen, wo unser Mischpult drin ist. Das ist gar nicht sehr, ja, das ist gar nicht komplex, das wird ein kurzes Video. Hier oben befindet sich das Denon DNX 1500S, ein altes Mischpult von Denon, was gar nicht mehr hergestellt wird. Hier vorne ist der American DJ DCD Pro 400. Keine Ahnung, ob der noch hergestellt wird, den habe ich mal geschenkt gekriegt. Und ja, geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul, also haben wir den. Und der läuft zwar kein MP3 oder so, aber für CDs läuft das, ja, reicht der, und da macht er auch alles, was man braucht, ne? CDs abspielen, fertig. Ja gut, der kann noch so ein paar andere Sachen, aber in der Regel brauchen wir den nur zum CD abspielen. Ansonsten ist da gar nicht viel mehr drin, ne? Mittlerweile. Früher war mal mehr drin, aber jetzt sind wirklich nur noch diese beiden Sachen drin, ne? Ja, gucken wir uns das mal von hinten an. Also, wir können das Ding kippen, ganz wichtig finde ich. Wenn man das ein bisschen kippen kann, jetzt nicht so extrem, aber ein bisschen. Hier am Denon haben wir immer, auch wenn wir auf Kofferjobs gehen, zwei diese kurzen XLR-Kabel dran. Weil meistens ist es so, wir kommen hin, stellen das Pult dahin und dann haben wir irgendwo von der Endstufe auf Tischhöhe irgendwo die Anschlüsse. Und dann können wir vom Pult dahin gehen, ohne groß was zu machen. Dann haben wir immer in dem Pult ein... Also beim Pult ist immer ein Mikrofon drin, ein kabelgebundenes Mikrofon, ein Sennheiser E840S ist es. Hallo? Hallo! Ja, okay, das ist ziemlich bescheuert. Das ist ein Kabelmikro, ne? Kabelmikro. Normalerweise haben wir auch ein Kabel dafür da hier drin. Im Moment ist keins hier, aber ist ja egal. Jo. Hier drinnen ist, was hier verkabelt ist, ist halt der CD-Player, ist immer hier auf Kanal 4 und 6 dran, beides mit Fader-Starts, falls man die braucht, angeschlossen. Was Fader-Starts sind, man zieht den Fader hoch, kennt man. Sobald man den Fader in irgendeiner Weise hochzieht, startet auch das Lied. Ich brauche das irgendwie gar nicht, weil das ist mir zu unpräzise. Ich ziehe vorher den Fader hoch und dann drücke ich auf Play. Hier sind noch drei Cinch-Kabel, die gehen an unsere Traktor-Soundkarte. Ein für Player A, ein für Player B und ein für Player C, oder beziehungsweise ist das der Vorhörkanal. Ansonsten ist hier nur noch eine Stromversorgung, also ein Mehrfachstecker in Weiß, jetzt nicht so professionell gehalten, aber es lohnt sich nicht und es ist auch kein Platz für irgendwas Größeres und wir brauchen es einfach dafür auch nicht. Ja, zum Mischpult selbst, sage ich jetzt auch mal was, hier die Ausgänge, Line 1 bis 8, zwei Mikrofone, ne, hier noch Effekte, also externe Effekte, ein digitaler Output, Record, hier nochmal ein unbalanced Output in Cinch ausgeführt, unten ein Monitorausgang. Man kann dieses Ding auch per USB betreibt, wie genau, weiß ich jetzt nicht. Das Ding wird eh nicht mehr hergestellt. Das ist also unwichtig für euch, falls ihr euch mal was kaufen wollt. Ansonsten fangen wir mal von links an. Die beiden Mikrofonkanäle getrennt hier. Einschaltbar. Eine Effektsektion für externe Effekte. Kopfhörersektion mit Q- und Master-Abstimmung, also der Pan. Und die Lautstärke. Hier in der Mitte die Fader mit den einzelnen Kanälen, vier Kanäle jeweils auf einmal schaltbar und hier oben kann man die Kanäle frei wählen. Nochmal, ne, das ist bei Denon immer ganz toll. Man kann auf jeden Fader jeden Kanal belegen, das ist, finde ich, ein super Feature. Hier unten ist ein kleiner Display, da werden Sachen angezeigt wie die Effekte, die hier drauf sind. Hier gibt es so ein paar Effekte, nicht viele, aber ein paar, die können wir hier auf die einzelnen Kanäle schalten. Hier die, ja, Intensität davon. Hier haben wir einen Sampler, den finde ich nicht so geil. Da kann man halt Samples gerade von irgendeinem Kanal aufnehmen und dann abspielen. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Damit arbeite ich eher nicht. Dann haben wir hier noch den Boost, also für Monitorboxen einen Ausgang. Können wir auch auswählen, welchen Kanal, und dann den einfach da ausgeben. Master, Balance,
Das war schon, mehr ist das gar nicht. Und zum CD-Player sage ich jetzt nichts mehr. Das war es eigentlich zu dem Pult. Es ist in einem Case von Thomann drin, das hat irgendwie um die 200 Euro gekostet. Mehr gibt es nicht zu sagen, das war's zu dem Case. Bis zum nächsten Video, ciao.